Und damit das Moin Moin und herzlich willkommen zum dritten Spieltag in der Champions League Gruppenphase mit der Partie zwischen dem FC Arsenal. Heute wieder in Rot-Weiß und Atletico Madrid im Auswärtstrikot, im etwas gewöhnungsbedürftigen Gelb-Blau, wenn man so will. Hab die Trikots ehrlich gesagt noch nie gesehen, aber die müssen sie nehmen, sonst wird's ein bisschen unübersichtlich. Okay, meine Lieben, ich würde sagen, wir brauchen gar nicht allzu lange rumquatschen, was jetzt, sage ich mal, hier die Ausgangsposition angeht. Atletico mit 6 Punkten hinter uns. Wir haben auch 6 Punkte, allerdings die bessere Tordifferenz. Sprich, heute geht es so ein bisschen um den ersten Platz in unserer Gruppe. Wer zieht als erster ins Achtelfinale ein? Die anderen beiden Teams jeweils noch mit 0 Punkten. Sprich, ja, wir zwei werden wahrscheinlich weiterkommen. Und heute mit einem Sieg wären wir da dem Ganzen schon ein ganzes Stückchen näher. So, das jetzt mal so nebenbei. Wir werden ein bisschen wechseln. Gibbs war ja ein bisschen unzufrieden, möchte wieder spielen. Deswegen kommt er mal rein. Und ich gucke noch, bei wem es vielleicht nicht ganz so passt, beziehungsweise wen wir mal wieder bringen können. Ich glaube, Pogba bekommt mal ein Päuschen. Und wir bringen Rio für Lewandowski. Özil muss spielen, auch wenn er leicht, ganz, ganz leicht, nicht so dermaßen mega Hammer, super fit ist. Aber ich denke, das hält er absolut aus. Und Champions League ist doch auch immer geil. Von dem her sind wir zufrieden. Heute also das Topspiel gegen Atletico. Der Kracher in dieser Gruppe, wenn man so will. Das Hinspiel in Anführungszeichen. Um die Tabellenführung, um den ersten Platz, ums, ja, Weiterkommen und damit um den etwas leichteren Gegner, den man dadurch erwischen kann, nämlich nur den Gruppenzweiten im Achtelfinale. Gucken wir mal, dass wir das heute gut über die Bühne kriegen. Zuletzt ja das Unentschieden gegen den FC Chelsea, das 2-2, was wir nicht gut gemacht haben. Wo wir wieder 5 Minuten vor Ende noch 2-0 führen und dann das Ding noch aus der Hand geben, was so einer Top-Mannschaft nie und immer passieren darf, während ich jetzt gleich mal ein paar Fehlpässe am Stück produziere. Was auch einer Mannschaft nicht passieren darf. Nee, also das Unentschieden gegen Chelsea war bitter, es war verdient. Genauso das Unentschieden gegen die Toffees, gegen Everton war auch verdient, war aber auch bitter, ne? Sprich, wir haben jetzt halt seit 2 Spielen nicht mehr gewonnen. Wobei eines, wie gesagt, das Topspiel gegen Chelsea war. Und du wirst auch in diesem Let's Play nicht alle Spiele gewinnen. Erstens wäre es langweilig, so rum. Boah, den holt er raus, Chesney. Leck mich fett. Was ein Freistoß da. Was ein schöner Freistoß. Gucken wir mal rein. Ja, den holt er raus. Der wäre aber, glaube ich, der wäre an den Pfosten, an den Außenpfosten und dann Richtung ausgerollt. Aber gut, besser ist das, dass er da mal mit hinlangt. Juan Fran. Hernanes da oben. Mit der Flanke in die Mitte. Chesney ist wieder eine zweite gute Möglichkeit. Von Atletico, also unterschätzen dürfen wir die heute auf gar keinen Fall. Die haben eine gute Truppe, so viel steht fest. Oh, ganz, ganz schlechtes Ding wieder. Aber gut geahnt von Hesse, der das super macht. Und dann haben wir die Kulle. Komm, da muss jemand laufen, so komme ich da nicht durch. Alleine mit Rio. Hätte mir da gewünscht, dass Paul die vielleicht mal reinsticht in die Lücke. Aufgepasst, Adrian wieder, der Spielmacher. Durchgesteckt, Kone nach unten gelegt, da ist Turan. Und dann können wir klären. Uiuiui. Dritte gute Aktion jetzt schon von Atletico. Gibt aber sogar den Freistoß für uns. Schiri hat da einen Foul gesehen. Also dritte gute Chance für die Spanier. Bei uns geht noch nicht so viel. Jetzt vielleicht Hesse. Schöner Pass. Hesse kriegt der den noch. Der wird länger und länger, aber den hat er. Auf dem nassen Rasen da. Da die Flanke. Keeper boxt ihn weg. Hätte auch eigentlich fangen können. Und Podolski, oh, kriegt ihn leider nicht. Gut rausgespielt da hinten von Atletico. Dass die spielen können und dass die nicht schlecht sind, das wissen wir. Aber rein vom Potenzial haben auch wir heute wieder die besseren Karten, die bessere Mannschaft. Ganz klar, gut dargestellt vom Gegner. Baptisto, schöner Ball auf Mario Suarez. Auf Adrian, wieder Abseitsposition hier. Also die spielen sich Chance um Chance raus. Und wir kommen irgendwie nicht so richtig ran. Wir können es irgendwie nicht so richtig packen. Wir haben bisher noch keine gute Möglichkeit hier kreieren können. Und das ist ärgerlich und das muss sich auch ändern. Guter Ball jetzt auf Rio. Der hat mal Platz. Rio. Rio mit der Chance, mit dem... Nicht mit dem Schuss. Nochmal geklärt. Nochmal der Kopfball. Gut gemacht. Ah, schade. Poldi, komm, hol ihn dir. Jawohl. In die Mitte gelegt. Rio. Der war nicht schlecht gedacht, aber nicht gut genug ausgeführt. Der Ball dann doch etwas zu hoch und etwas zu weit am Tor vorbei. Bravo, überhaupt keine Probleme da nach 26 Minuten. Weiter Ball wieder vom Keeper. Özil kommt nicht hin. Ah, wir haben ihn, haben wir ihn, wir haben ihn nicht. Wiltshire, schlechter Ball, aber
Alles noch in Ordnung. Özil. Schöner Lange jetzt auf Rio. Aber das ist einfach... Wir sind heute nicht so richtig auf der Höhe, so kommt es mir vor. Zum Teil laufen die Spieler nicht so, wie ich es gewohnt bin irgendwie. Außer ich verlange jetzt gerade einfach zu viel. Will es da zum Teil vielleicht mal wieder zu kompliziert machen. Özil. Oh, shit. Hätte man eine gute Möglichkeit gehabt. Szczęsny muss kommen. Szczęsny muss mitspielen. Dagegen haut er ihn einfach weg. Naja, das war jetzt so nicht unbedingt geplant. Gut von Jesse Rodriguez. Jesse, oh, super gespielt. Ball will nicht durch. Ball noch geblockt vom Gegner. Sonst wäre das wieder ein super Zweikampf gewesen. Jetzt hat Adrian, kommt da auch nicht hin. Oh, schlechter Ball, weil Baptistao gerade in dem Moment mit dabei ist. Adrian wieder stark gemacht. Aber das ist heute nicht das Spiel, was wir zuletzt gezeigt haben. Da haben wir auch gegen Chelsea und Co. besser gespielt. Ich weiß nicht, woran es heute liegt. Irgendwas passt noch nicht so richtig. Irgendein Rädchen greift nicht ins andere. Özil, auch hier wieder. Gut, das war jetzt eine unglückliche Aktion. Aber symptomatisch für die Partie hier. Und Walcott. Theo Walcott. Oh, zu stark in die Mitte gezogen. Ecke gibt's auch nicht, aber wenigstens den Einwurf da. Somit die Möglichkeit wieder, hier weiter Druck aufzubauen. Guter Ball. Auf Jesse. Özil. Durchgesteckt. Podolski. Wieder geblockt. Schade. Das wäre jetzt endlich mal eine richtig gute Möglichkeit gewesen. Aber der Ball letztendlich von Atletico geblockt. Turan. Mal gucken, ob wir da in den Zweikampf kommen. Tun wir nicht. Wieder Turan. Da unten gegen Jack Wilshere. Turan. Jawohl. 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 Schön. Komm jetzt mal hier. Die Möglichkeit sich erarbeiten, wenn schon nicht spielen. Gut gemacht. Rübergelegt. Oh, und dann verlieren wir ihn wieder mit Podolski da, glaube ich, war's. Komm, komm, komm. Wilshere! An die Latte! Was ein Knarre! Ein Knaller! So rum, nicht ein Kraller. Leck mich fett. Der war nicht so verkehrt. Gutes Ding. Schade, Mensch, so einer kann auch mal reingehen. Jetzt haben wir der weite Ball. Und das war's. Also, 45 Minuten rum. Schiedsrichter pfeift aus Sicht der Spanier etwas unglücklich ab. 0:0 der Spielstand gegen Atletico Madrid. Wir gucken rein. Die anderen Ergebnisse zur Halbzeit. Celtic 1:0 gegen Monaco, Dortmund 1:0 gegen Milan. Juve führt mit 2:0 gegen Porto. Lokomotive Moskau ebenfalls 2:0 gegen Brøndby. Dann Man City gegen den deutschen Vertreter gegen Leverkusen 1:0. PSV Eindhoven gegen Brügge 0:0, das Spiel aus unserer Gruppe. Und der FC Basel mit einem 1:0 auswärts in Russland gegen Zenit St. Petersburg. Und damit gehen wir rein in die zweiten 45 Minuten und versuchen jetzt mal wieder ein bisschen mehr Druck aufzubauen. So ein bisschen auch unser Spiel ja, durchzusetzen, zu unserem Spiel zu finden. Das ist, wie gesagt, heute kommt es mir komisch vor. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht so richtig, woran es liegt. Oh, Özil, viel zu langsam, viel zu langsam. Durchgesteckt jetzt. Oh, das ist super gespielt. Szczęsny ist da. Huiuiui. Rodriguez. Presse. Rodriguez, jetzt mal ein guter Ball. Der Spanier, er kriegt ihn. Er steckt ihn durch. Oh. Ah, ja, ja, wieder zu kompliziert. Guter Ball. Wilshere. Kommt, geh doch da durch. Will er nicht. Wilshere, jetzt vielleicht mal die Chance. Bravo ist unten, 52. Aber jetzt zumindest schon mal die zweite Möglichkeit im zweiten Durchgang da für uns. Gute Aktion durch Jack Wilshere. Özil kriegt die Kulle nicht. Langer Ball auf Koke, wieder Szczęsny da. Wieder fängt er den Ball ab. Gibbs. Oh, Gibbs. Jawohl, hat ihn noch. Presse rübergelegt, Jack Wilshere. Rio läuft. Rio steigt nochmal drauf. Legt ihn in die Mitte. Rio läuft. Kein Abseits von Rio. Flanke ist auch gut. Aber Jesse kommt nicht hin. Ah, ja, 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 ja. Woran liegt's denn heute? Und guckt euch an, wie überfallartig die da nach vorne stürmen. Atletico Madrid macht das wirklich richtig gut. Alle Mannschaften, gegen die wir zuletzt gespielt haben, haben mir relativ gut gefallen, muss ich sagen. Also scheinen sich ein paar Spiele von uns angeguckt zu haben. Heißt natürlich auch, dass die Gegner uns vielleicht mit der Zeit schon kennen, dass sie wissen, wie der FC Arsenal hier agiert, was er in dieser Saison so vorhat, so anders macht als sonst. Rio. Schade. Kriegen wir wieder. Gut gemacht von Walker. Und dann ein schlechter Ball. Um Gottes Willen. Hätte man gleich beim Gegner lassen können. Jetzt komm. Schade wieder nicht.
Das sind immer so Situationen, die müssen wir besser rausspielen. Wenn wir schon mal den Ball so richtig schön erobern, dann muss da auch mehr gehen. Turan. Guter Trick. Hat ihm am Ende gar nichts gebracht. Gibt den Einwurf wieder für die Männer in Gelb-Blau. Ist echt ein bisschen ungewohnt, das Ding hier. Habe ich so noch nie gesehen, das Trikot. Aber gut, spanische Liga ist jetzt auch nicht so interessant, bis auf Barça und Real, muss ich ganz ehrlich sagen. Atletico die Saison ja auch ganz gut. Aber sonst von den anderen Vereinen nicht gerade interessant. Gut, von Poldi holt ihn sich aber leider nicht komplett. Dann der Seitenwechsel rüber. Gibbs ist nicht so richtig da. Es gibt die Möglichkeit. Oder auch nicht, weil wir die Kohle haben. Rodriguez läuft. Was ein geiles Ding. Aber auf dem nassen Rasen kommt er dann nie und nimmer her. Bravo wieder an der Kohle. Bleibt sie wirklich beim ersten 0:0 in dieser Saison? Also das hat man noch nicht, dass in der Partie gar kein Tor gefallen ist auf beiden Seiten. Schauen wir mal. Jetzt vielleicht. Jetzt gibt es die Möglichkeit. Jetzt muss es Rio machen. Und er macht's. Es gibt kein 0:0. 73. Minute. Das Emirates ist jubelt. Rio mit dem 1:0 in der Champions League Gruppenphase gegen Atletico Madrid. Und damit können wir schon fürs Achtelfinale planen. Wenn es beim 1:0 bleibt, wenn wir heute die 3 Punkte holen, dann sind wir eigentlich im Achtelfinale. Zwar noch nicht ganz sicher, glaube ich, wobei mit 9 Punkten eigentlich schon, ne? Nee, ich glaube ganz sicher noch nicht. Also rein theoretisch könnte da noch was passieren, aber wer glaubt da noch dran? Mit der Art und Weise, wie wir Fußball spielen, glaube ich keiner. Rodriguez, den kriegt er noch. Presse. Rodriguez, Flanke, war nicht so schlecht, aber letztendlich dann doch kein Problem. Turan, wieder auf Pedro Martin, ganz unten ist Koke, der ist brandgefährlich, paar Mal schon in Erscheinung getreten, Flanke ist gut, Abseitsposition vom Mann mit der 10 von Adrian, glaube ich, Glück gehabt. So, erster Wechsel, Aquino für, ich weiß gar nicht, wir müssen auch mal wechseln, fällt mir aber ein, ich bringe jetzt mal einen Meier für Özil. So. Upsala. Na, was mache ich jetzt? Halt? Geh rein. So, und so wollte ich es angehen. Und einen Koscielny nehmen wir noch rausbringen. Vermahlen. Oxlade-Chamberlain noch. Komm, zack. Für Podolski. So, dreifach wechseln. Also 10 Minuten knapp vor dem Ende hier. Und dann gucken wir mal, dass wir das jetzt irgendwie über die Zeit kriegen. Schön. Özil will uns da, oder will ich da vorne nochmal schicken. So, was wird das jetzt hier mit Walcott? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall jetzt der Wechsel. Also Koscielny und Co. raus. Ihr habt ja alles gerade gesehen. Und wir haben jetzt die Standardmöglichkeit. Walker. Schöner Chip. Oh, wenn da keiner gestanden wäre, hätte ich jetzt irgendwie probiert, einen Fallrückzieher zu bringen. Hat leider nicht geklappt. Ada Turan hat die 10. Übrigens nicht Adrian. Also er muss raus. Ndoye, glaube ich, hieß er gerade in der Partie bei uns, Meier, für Mesut Özil wird oben gerade angezeigt. Und dann haben wir hier noch jetzt knapp 5 Minuten in der Partie. Meier, gut gespielt. Jetzt muss er ihn schicken, gut auf Rio. Der hat die Chance. Rio rübergelegt auf Rodriguez. Kann sich da im Zweikampf, im Kopfball leider nicht durchsetzen. Meier. Meier, gut gemacht. Rio kommt nicht hin. Der Keeper mit dem Fehler, aber wir können ihn nicht ausnutzen, weil unser Spieler dann den Ball leider nicht annimmt. Mensch, das 2:0, das wäre jetzt die Entscheidung. Ich will jetzt nicht wieder kurz vor Schluss hier die Bude fangen. Ist uns jetzt schon ein paar Mal passiert. Das sollten wir abstellen, dieses Thema. Diesen kleinen, ja, keine Ahnung, wie man es nennen will. Tick, den wir da haben. So, gut gemacht, Oxlade. Chamberlain, Ball kommt nicht durch. All the weird. Nach vorne gelegt. Jawohl. 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 Weg ist er. Oh, Mann. Passt mir auf. Wenn du häufiger solche Dinger kriegst, dann bist du eben auch zur Zeit ein bisschen unsicher jetzt da hinten zum Schluss. Aber es sieht ja so aus, als ob alles gut wird. 1:0 Sieg in der Champions League. 90 Minuten sind vorbei. Wir holen die nächsten 3 Punkte. Ja, und stehen damit, wie gesagt, so gut wie sicher im Achtelfinale. Obwohl Atletico ballbesitztechnisch die bessere Mannschaft war. Von den Chancen her hatten wir ein bisschen mehr. Aber ich denke, ja, der Sieg geht dann. Wir freuen uns. Ich sag nicht, ob er in Ordnung geht, aber wir freuen uns. Bester Mann Walcott mit einer 7,8. Gucken wir mal ganz schnell rein, aber heute eher auch wieder durchschnittliche Werte. Szczęsny hat eine 8,3. Wieso ist nicht Szczęsny der beste Mann? Szczęsny ist der beste, klar. Nicht Walcott, wird da unten vielleicht gerade nur angezeigt so. Mit einer 8,3. Ganz, ganz starkes Spiel gemacht, viele Chancen vereitelt. Hat uns da
zum Sieg verholfen. So, und wir gucken mal schnell rein. Wir werden jetzt erst schnell ein paar Tage voranschreiten bis zum Stoke City Spiel, das jetzt gleich kommt. Nationaltrainer-Offerte von Schottland. Okay, können wir gleich mal löschen. Will ich nicht. Ist zwar interessant, aber will ich jetzt nicht. Unbedingt. Dann verunsichern wir Mark Hughes. Und dann will sich Podolski unterhalten. Nicht sehr glücklich. Habe Probleme, mich aufs Spiel zu konzentrieren. Ich liebe den Verein, vermisse Freunde und Familie. Werde dazu schaffen. Ich habe mit keinem anderen Verein gesprochen. Will meinen Vertrag erfüllen. Aber ich möchte Ihnen mitteilen, dass ich derzeit nicht glücklich bin. Okay. Bieten wir Poldi ein bisschen mehr Kohle, aber können wir nicht, oder? Ich schau mal schnell rein, was der schon so kriegt. Podolski 90.000. Wir könnten höchstens... Wir könnten höchstens auf 100 aufstocken. Wichtiger Stammspieler. Schauen wir mal. Gucken wir mal, ob er will. Das jetzt also insofern mit Podolski, was wir da zu erledigen hatten. Jetzt gucken wir mal rein in die Champions League-Tabelle. Das wollten wir machen. Und dann war es das erstmal mit meiner ewigen Aufnahmesession. Und dann bin ich durch. Dann müsste, wenn die Folge jetzt raus ist, müsste ich wieder im Lande sein, beziehungsweise wieder daheim sein. Davor war ich ja Skifahren. Ich glaube, die müsste, ja, die müsste jetzt, müsste die letzte Folge sein. Richtig krass viel aufgenommen, ey. Kann's euch ja mal sagen. 68 und das ist Part, ich glaube, 83, oder? Ja, das heißt 20, das heißt 17 Folgen FIFA vorproduziert. Ab der ersten Woche. Ich musste ja die Woche, wo ich, bevor ich Skifahren gegangen bin, brauche ich ja auch noch Videos. Sprich, ich musste beim regulären Aufnehmen noch dazu die ganzen Videos jetzt hier vorproduzieren. War richtig krass, muss ich sagen. Bisschen was habe ich noch vor mir. Für euch ist es jetzt schon 2 Wochen her dann, wenn ihr das jetzt hier seht. Aber das war krass. 42 Videos in einer Woche vorproduzieren insgesamt. Puh. Das hatte was. Aber gut, wir gucken rein in die Champions League Tabelle. Arsenal 9 Punkte auf Rang 1. Atletico mit 6 auf 2. PSV Eindhoven mit 3 auf 3. Und Brügge mit 0 auf 4. Jetzt wollte ich schon auf 0 sagen. Nee, auf 4. Sprich, wir sind eigentlich so gut wie durch. Ein Sieg noch, dann sind wir durch. So viel steht fest, aber normal sollte auch jetzt nichts mehr passieren. 6 Punkte Vorsprung auf den dritten. Sollten wir in 3 Spielen nicht mehr hergeben mit der Verfassung, wie gesagt, schaffen wir das schon. Und damit würde ich dann, wie gesagt, sagen, wäre es das gewesen mit meiner großen Mega-Vorproduktion. Durchschnaufen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben geben würdet. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst am besten ein Abo da und verpasst keine Folgen. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Part mit dem 10. Spieltag gegen Stoke City. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.